Wir haben nach fast 13 Jahren nach dem Tod von Uri Jalloh noch immer keine Klarheit, was eigentlich in Zelle Nummer 5 passiert ist. Die entsprechenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft blieben ohne konkretes Ergebnis. Und ich glaube, dieser Fall braucht einfach Transparenz. Das Parlament muss sich auch stellvertretend für die Öffentlichkeit ein eigenes Bild machen können, ob diese Ermittlungen ordnungsgemäß geführt wurden. Und wir müssen Schlussfolgerungen ziehen. Wir müssen uns fragen, was muss vielleicht auch in Zukunft anders werden, damit ein solcher Mangel an Aufklärung nicht noch einmal passiert. Wir haben eine andere Rechtsauffassung als Parlament, als die Justizministerin. Die Justizministerin geht davon aus, dass sie dem Parlament erst nach einem Beschluss des Rechtsausschusses entsprechende Akten vorlegen kann. Wir sagen, dieser Bestandteil der Verfassung ist verfassungskonform auszulegen. Was als Minderheitenrecht im Rechtsausschuss geregelt ist, muss für eine Mehrheit im Parlament auch möglich sein. Wir werden deshalb als Parlament darauf drängen, dass die Justizministerin jetzt auch tatsächlich nach diesem Beschluss die Akten vorlegt. Ich kann nicht erkennen, dass die Ministerin Aufklärung oder irgendwas behindert. Sie hat offensichtlich die Rechtsauffassung ihrer Abteilung vorgetragen. Da das bei Juristen, wie Sie kennen, schon mal immer so ist, gelegentlich hat man drei Juristen und noch drei Meinungen. In diesem Fall haben wir zwei. Und wir neigen uns zu der Meinung des GBD und der GBD hat gesagt, dieses Verfahren kann so durchgeführt werden. Wir sind der Auffassung, dass es im Wesentlichen keine neuen Erkenntnisse gibt. Wir aber dennoch dem Eindruck entgegentreten wollten, dass wir hier was verhindern, was die Mitglieder des Ausschusses gerne noch mal thematisiert hätten. Und deswegen haben wir die Formulierung bewusst in dem Änderungsantrag, das war unsere Änderung, die den Mitgliedern des Rechtsausschusses in der Geheimschutzstelle zugänglich zu machen. Zu klären ist die Frage, wie wahrscheinlich ist der Einsatz von Brandbeschleunigern. Wir haben im Ausschuss gehört, dass das ausgeschlossen sei, dass größere Mengen verwendet wurden. Wir haben aus der Berichterstattung gehört, dass die Experten sehr wohl davon ausgehen, dass kleinere Mengen zum Einsatz kamen. Wir haben im Ausschuss gehört, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Uri Jalloh sich selbst angezündet hat. Wir haben in der Berichterstattung gehört, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass er sich nicht selbst angezündet hat. Das sind eklatante Unterschiede und die muss am Ende auch das Justizministerium erklären. Was sehr deutlich geworden ist, ist, dass diese Justizministerin kein Aufklärungsinteresse hat und dass es schlichtweg beschämend, sich hier hinzustellen und erneut lediglich über Randaspekte zu reden, zum Teil an den Haaren herbeigezogen, über Formalia. Der Landtag könne angeblich nicht beschließen, dass ein Ausschuss sich Akten anschauen soll. Das ist wirklich, das sind Nebelkerzen und es erweckt den Eindruck, dass diese Ministerin Aufklärung schlichtweg nicht will. Uns kommt das so vor, als ob von linker Seite, dass das Plenum benutzt werden soll, so über die Hintertür, als ob das Plenum so eine Art Geschworenengericht darstellen soll zum Schluss, beziehungsweise als ob in dem Plenum so ein Volkstribunal zu dem Thema stattfinden soll. Ja? Und wir nehmen den Anspruch der Fraktion der Linke auch nicht ernst und auch der Grünen nicht ernst, die ja immer drauf beharren, ja, hier muss im Grunde nachgeforscht werden, hier ist irgendwie Unrecht zu spüren. Das machen sie nämlich in anderen Fällen auch nicht, wo es sicherlich viele Justizfälle gibt, wo man mal nachfragen könnte, ist das denn so gelaufen? Nein, man fokussiert sich ganz genau auf den einen Fall, wo ein abgelehnter Asylantragsteller, seit mehreren Jahren abgelehnt, dort tragisch zu Tode gekommen ist. Und das mutet dann doch schon sehr als eine Propagandashow an. Ich würde es nicht als Mauern verstehen, sondern sie hat sich sehr stark auf die formellen Dinge zurückgezogen, auf die Formalien des Verfahrens. Sie hat in der Sache keine Wertung vorgenommen. Das steht ihr zu, ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung erwartet man etwas anderes, aber da muss die Ministerin auch für sich selbst entscheiden, inwieweit sie eben sich wirklich auf die formalen Dinge zurückzieht und keine politische Bewertung vornimmt.